Willkommen zurück bei Ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles in Manhattan. Und wir starten jetzt mit dem nächsten Level, dem Level Slash Eis. Okay, starten Leute, wir. Lasst uns gehen. Okay, wenn ihr das sagt, wir sind bereit dafür. Ich liebe die Kanalisation. Der Duft ist einfach hirnreißend. Offenbar registrieren meine Alarmsensoren überall in der Kanalisation seltsame Bewegungen. Sie schrillen überall wie wild. Es gefällt mir gar nicht, dass Shredheads kleine Psychoarmee so nah bei uns agiert. Das Versteck vor Foot zu schützen ist unser geringstes Problem, Raph. Dieser Bereich der Kanalisation ist Slash-Territorium. Wir wissen alle, dass er keine Besucher mag. Egal welche. Kein Problem. Was ist das Schlimmste, das passiert? Aha. Ich hätte eher gedacht, dass wir den Hai hier antreffen. Kanalisation. UG1. Er tanzt da schon wieder rum. Ey! Yeah, das war mega super. So wollen wir das. Ich würde ja gern, dass man irgendwie noch... Wenn ihr Ratten seht, die sich seltsam aufführen, seid vorsichtig. Man weiß nie, wer da unten rumlungert. Ich würde ja gerne, das hätten die machen können. Ich finde das cool, dass mit den Ninjutsus und so. Aber dass man auch vielleicht seine Stärke, trainieren kann. Weil teilweise finde ich Zimmer irgendwie zu wenig ab. Sollen wir erst hier hingehen? Geht's auch hier lang? Vielleicht ist hier ein Geheimversteck. Tempo-Drink. Oh. Da wurde ich aber jetzt von denen genutzt. Ich dachte, ich kann mich anschleichen. Jetzt helfen die anderen auch. Dann geht's schneller. Hey, hinter euch! Da ist was, das will ich aber noch haben. Noch ein Tempo-Drink. Du hättest zu Hause bleiben sollen, Alter. Okay, hier rein. Oh. Okay. Dun. Sind viele Gegner hier. Aber bevor wir da reingehen, erstmal hier nochmal alles abchecken. Oh, guck mal an. Wuhu! Kein Versteck hier. Oh. Kommen die immer wieder neu? Aber das mit dem Vergiften finde ich cool. Das geht sogar auf Bosse. Und wenn man das irgendwie noch verstärken kann, das ist echt nice. Sieht auch fett aus. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil, wenn sie das Gebäude zeigen damals in dem Film, der nicht so gut ist wie das Spiel. Whee!
Dann einer super Schuhregen eingesetzt. Hey! Das hat sich toll angefühlt. Zack. Noch mehr Ninjas können gerne kommen. Frage ist, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Hier geht's auch noch lang. Die Frage ist, müssen wir hier lang oder da hinten lang? Okay, ich hätte hier vielleicht gedacht, dass hier irgendwie ein Geheimversteck ist oder so. Aber hier ist gar nichts. Wurde ich einfach wieder verarscht. Zack. Eine Schriftrolle. Immer mehr Ninjas hier. Zack. Volltreffer. Achso, da müssen wir runter. Kommt mir so vor, da wird das immer dunkler hier. Nee, es wird echt dunkler. Sehe ich jetzt erstmal, dass er auch die Lampe anmacht. Ich dachte, so langsam aber sicher kriege ich was an den Augen. Stell dich näher weg. Achso. Aber erstmal will ich den Gegner hier platt machen. Diese Info hätte auch kommen können. Diese Info hätte auch kommen können, wenn hier alles besiegt ist, ey, aber naja. Zum Beispiel wie jetzt. Es wird immer dunkler hier, aber wir gehen nochmal kurz nach da hinten hin. Ich denke immer, das ist hier wie bei Devil May Cry, weil ich vorhin das eine Versteck da gefunden habe. In der U-Bahn. Dass hier auch vielleicht versteckte Sachen irgendwie sind. Ja, was bist du denn? Na gut. Dann gehen wir noch tiefer. Tiefer. Von Final Fantasy 7. Oh, heute habe ich es aber auch mit meinem Board spielen. Ich bin echt am überlegen, ob ich diese Aktion, also das Game, wenn es denn so schnell geht, heute komplett durchzocken soll. Aber ich bin mal gespannt. Ich warte erstmal, wie ich Lust drauf habe. Was sollen wir uns ansehen? Was, April? Was? Oh, da wurde ich aber genutzt. Da ist er. Jungs, Leo hat das Ziel gefunden. Gelangt so schnell wie möglich zu ihm. Nein. Zack, 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 zack. Das war schon. Ich weiß. Oh, wir haben aber kaum noch Leben. Ah, da geht's auch schon wieder runter, noch tiefer. Ne, gar nicht. Okay, da wurden wir genutzt. Keine Gegner hier, das macht mir irgendwie Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, fuck.
Was mir noch mehr Angst macht, ist... Oh oh. Dass wir keinen Untergrund finden. Also, wo wir Pizza und sowas kaufen können. Das heißt, es kommt jetzt gleich der Gegner. Ich habe nämlich nicht auf die Leiste geachtet. Eine Deluxe-Pizza. Das Problem ist, ich würde gern im Versteck ein paar Sachen kaufen, aber er lässt mich nicht. Und anders geht's nicht. Ich hab Angst. Ohne Pizza, das wird schwer, ey. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Sonst habe ich das nämlich mit ganz knapp immer geschafft, immer. Oh, es geht hier direkt los. Es wird noch dunkler. Wie geht's euch da drin? Glaubt ihr, seid dem Ende schon näher? Na, ah, ich weiß nicht, April. Ah, guck mal an, wunderbar. Genau das habe ich gesucht. Zurück ins Versteck. Wunderbar. Ihr müsst euch auf die Außenwelt gefasst machen, Lager. Denn sie birgt viele Gefahren. Ich kann nicht glauben, dass die Bösewichte so weit nach unten gekommen sind. Sie waren ganz nah dran. Schade, dass man das nicht verkaufen kann. Oh, nicht so. Aber kann ich das hier verkaufen? Ah, man kann das echt tauschen? Geht das? Würde mich interessieren, aber machen wir einfach mal so. Warte, wenn ich das jetzt benutze. Kostet 600. Bist du sicher, dass da nichts fehlt? Ah, okay. Und kommen hier auch noch. Zack, lecker Pizza. Ich schadet nie. Über euch wachen, meine ah, Kinder. Okay. Wenn du das sagst. Ey, woher kommt er denn? Noch einer. Eigentlich wollte ich kurz, nämlich wenn wir hier alle schön beisammen sind, ich vercheck es immer wieder. Heilungskreis, der ist echt OP. Aber wenn man den hochskillen kann, das werde ich dann auf jeden Fall nochmal machen, ey. Den finde ich echt nice, muss ich einfach sagen. Okay, da geht's lang. Wo müssen wir lang? Oh, so viele Wege. Komm, gehen wir einfach hier lang. Das explodiert doch eh wieder. Oder auch nicht. Doch. Und die anderen lassen sich natürlich davon treffen. Oh. Oh. Müssen wir noch tiefer? Oh, das will ich aber nur einsammeln. Hey. Die lauern auch überall. Ein käsiger Motivationsschub. Nice. Das finde ich gut. Oh, noch mehr Gegner. Was eine Überraschung. Zack. Das war super. Ja, das war super. So gefällt mir das. Hm. Oh, noch mehr Gegner. Es hört nicht auf. Oh, schade. Ich dachte, ich kriege ihn noch von hinten. Von hinten. Okay, jetzt aber hier aufmachen. Ich denke, jetzt kommt der Bosskampf. Der Feind hat irgendeine gefährliche Waffe. Ihr müsst sie ihn wegnehmen. Schicke euch sofort die Position. Oh, da ist die Position.
Oh nein, nicht schon wieder das. Bring die Waffe zu einem Portal. Nein, das habe ich letztens so verkackt. Das Ziel gefunden. Gelangt so schnell wie möglich zu ihm. Bringt es irgendwo hin, von wo aus man es transferieren kann. Ich okay. Nö, man kann hier platt fahren, das ist auch lustig. Das habe ich ja letztens verkackt im allerersten Level. Aber wo ich das zweite Mal das Level gemacht habe, weil wir auch den Boss verkackt haben, kam diese Mission nicht mehr. Weil es scheint random zu sein. Oh man, die anderen verlieren jetzt natürlich halbe für Leben. Weil die da die ganze Zeit am Kämpfen sind. Ups, Entschuldigung. Hier nach. Hier nach. Okay, diesmal klappt es. Hab's geschafft, Jungs. Gut gemacht. Ja, Niederschlagmeister, Meistertreffer als erster da. Leo, alles hat Leo gemacht. Okay, oh. Da können wir uns nochmal ausruhen. Dann müsste es eigentlich gleich losgehen. Oh. Boah. Okay. Oh, wenn er hier schon so viel gibt, dann muss das heißen, dass der Bosskampf etwas schwieriger wird, oder? Wir machen das mal so kurz, einen Moment. Ja, die sind alle etwas angeschlagen. Wieder den Heilungskreis. Alle wieder aufgeladen. Der ist echt krass, Mann. Der ist echt krass. Ab ins Versteck und danach sind wahrscheinlich wieder Gegner da. Ihr müsst euch auf die Außenwelt gefasst machen. Eine schwere Waffe, die eine Plasmarakete verschießt. Gefahren. Lager. Und zwar kaufen wir uns jetzt noch so eine Wiederbelebungspizza. Für den Not der Notfälle. Ich werde über euch für wachen, die allerhöchste meine Not. Kinder. Meine Kinder. Okay, dann. Ich denke mal, jetzt wird der Bosskampf kommen. Ich bin gespannt. Wie tief geht das überhaupt? Bald sind wir am Erdkern angelangt. Oh oh. Unteres Gebiet. Kläranlage. Oh oh. Oh nein, es ist auch noch so dunkel, ey. Boah, was? Ja, das ist ja von dem Super Nintendo Teil, also davon kenne ich ihn. Nur etwas größer. Ach du Kacke, boah, was? Problem. Problem! Ja, das ist echt ein Problem. Oh Mann, das ist das Letzte, was wir brauchen. Okay, ich schätze, wir müssen kämpfen. Ja. Aber seid sachte mit ihm, ja? Hat einen ganz weichen Kern. Die Riesenklauen und Stacheln, die außen sind, sind eher das Problem, Mikey. Turtelzeit. Oh. Boah, der macht mir schon ein bisschen Angst, ey. Der ist richtig aggressiv. Nein, verkackt. Oh nein. Ein käsiger Motivationsschub. Komm da raus aus der Ecke. Oh nein, er ist im Wasser. Wasser ist irgendwie nicht cool. Oh, das Elend der Menschheit. Das ist auch noch so dunkel hier, das nervt her, ne? Wow. Warum dreht sich denn alles? Helft Mike. Ganz schlechter ja, Tag, Kombo-Angriff. Um dich mit mir anzulegen. Machen wir mal. Los geht's! Wer sagt, Teamarbeit ist für Schwächen? Kommt schon! Davon könnte ich ein Dutzend essen. Ihr habt wieder einen Kombo-Angriff bereit. Los geht's! Oh fuck. Roy,
Das habe ich gebraucht. Ey, ihn wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Leo. Scheiße. Oh Mann. Jetzt ist Schluss mit der netten Schildkröte. Oh Mann. Hirnversagen. Ein käsiger Motivationsschub. Ey, jetzt. Oh mein Gott. Oh Mann. Hirnversagen. Warum kann er jetzt keinen Kombo-Angriff mehr machen? Nein, 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 nein. Scheiße. Mir geht's gut. Ich schaff das alleine. Oh oh. Er verfolgt jetzt nur noch mich, habe ich das Gefühl. Er hat es irgendwie auf mich abgesehen, oder? Aber das ist gut, dann können die anderen draufkloppen. Mir geht's gut. Ich schaff das alleine. Wie kriegen die anderen denn jetzt noch Schaden? Ganz ehrlich. Wow. Was ist dann wohl gerade passiert? Don? Ich bin nicht in der Stimmung für Spielchen. Das turnt echt ab. Kommt schon. Wo ist er denn? Es tut nur weh, wenn ich atme. Oder mich bewege. Oder blinzle. Oh mein Gott, das wird echt knapp. Soll ich jetzt nochmal? Das ist dann wohl gerade passiert. Nein! Oh mein Gott! Oh, Mike ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Tun wir es. Genug getan. Ja! Oh, das war aber knapp. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, die fressen dann wieder gemütlich. Oh mein Gott. K.O. gegangen. Boah. Ihr seid nur noch zu zweit. Das sieht nicht gut aus. Ja, haben wir aber geschafft, April. Oh, das war aber knapp, ey. Ja, wunderbar. Her damit. Oh, mein Kaffee ist ja schon leer und ihr kalt. Ihr seid die besten Söhne, die sich ein Vater wünschen kann. Oh, mit Rang S sogar geschafft. Oh, Rang 7, ui. Automatische Heilung stellt deine Gesundheit allmählich wieder her. Verbessern erhöht die Heilungsrate. Oh, cool. Das ist auch cool. Das gefällt mir. Verbessert Zielsuchfunktion von vier Schuriken. Du kannst nur einen Schuriken-Effekt auf einmal einsetzen. Okay. Das mit dem Heilen finde ich cool. Ganz ruhig. Die wollen dein Bettchen nicht kaputt machen, sondern nur diese Foot-Typen aufhalten. Das ist alles. Foot schlecht. Yep, total schlecht. Und wir sind die Guten, okay? Also, wie ist es, Großer? Weißt du, was diese Foot-Trottel vorhaben? Ja, Foot schleichen zu. Ne? Raumwaffen. Sagte er Raumwaffen? Slash müde. Geht jetzt gute Nacht. Ne? Das ist ein richtiger Turtle, nicht so wie wir. Schon vor die vier werden alle so mutiert. Das war krass. Hast du was Neues rausgekriegt, Leonardo? Nein, Vater. Nichts, was hilfreich wäre.
Das einzig Gute ist, dass die Polizei eine Ausgangssperre verhängt hat. Wir sind also nicht ganz so angreifbar. Hoffentlich finden die Eierköpfe raus, was hier eigentlich vor sich geht. Das ist es! Jungs, seht euch das an. April und ich haben alle bisher gesammelten Daten analysiert und mit den neuen Berichten und abgehörten Polizeimeldungen abgeglichen. Das Ergebnis ist verblüffend. Es geht gar nicht nur um Verbrechen. Um was denn? Wir glauben, Shredder und Krang planen eine Invasion. Eine Invasion? Etwa aus dem Weltraum? Vielleicht. Wir wissen nichts Genaues, aber das ist definitiv eine gefährliche Variable. Oh, Mist. Cool. Ich liebe Space Invaders. Nein, absolut nicht cool, Michelangelo. Das könnte zu groß sein für unsere Familie allein. Ihr habt doch selbst gesagt, Vater. Die Ehre verlangt, dass wir was dagegen tun. Gegen was auch immer. Die Polizei hat zu viel zu tun. Es liegt an uns. Wir dürfen jetzt nicht aufhören. Nein, dürfen wir nicht. Wir kennen die genaue Position von Shredder oder Krang nicht. Aber sie agieren definitiv von irgendwo in der Stadt aus. Das ist die beste Spur, die wir haben. Wir müssen sie einfach weiter jagen, bis wir sie haben. Und Meister Splinter und ich überwachen von hier aus währenddessen weiter alles. Er hat ja gesagt, die Polizei kann da nichts gegen tun. Ich glaube, wenn eine Space-Invasion kommt, dann wird die Polizei da definitiv nicht einschreiten. Ja, cool. Haben wir das auch geschafft? Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Level in einer Folge schaffen. Weil das allererste Level, das hat mich übertrieben auseinandergenommen, wenn ihr die erste Folge kennt, beziehungsweise die zweite mit dem Boss. Unglaublich. Also, oder war es die erste? Ich weiß es gar nicht mehr. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Dann gehen wir zum Level Karai und schauen, was uns da erwartet. Ich werde gleich mal gucken, was wir noch so Tolles für an Turtle-Ausrüstung haben. Und dann, ja. Also, bis gleich, dranbleiben und tschüss.